750 Gramm Weißkohl, Klammer auf 500 Gramm geputzt, Klammer zu, 250 Gramm Karotten, 60 Gramm Petersilie, ein Eiweiß, eine türkische Lira Mehl, 3 bis 4 Esslöffel, Olivenöl, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 1 Esslöffel, Kräuter der Provence, 1 Esslöffel Fenchelsamen, Klammer auf oder 1 Beutel Fencheltee, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, Klammer auf optional, Klammer zu, 500 Gramm Filet vom Lamm, Schwein oder Huhn, 2 Esslöffel Butter, eine türkische Lira, getrockneter Thymian, 2 Esslöffel Tomatenmarksoße, siehe Seite 203, Klammer auf oder 2 Esslöffel Tomatenmark plus je 1 Esslöffel, Brühe und 0,1 Klammer zu, Salz, Pfeffer. Den Ofen auf 200, Klammer auf Ober-Unterhitze, Klammer zu, vorheizen. Vom Kohl die äußeren Blätter entfernen, die inneren voneinander lösen, Strünke und dicke Rippen heraustrennen. Die Blätter in 2 bis 3 cm schmale Streifen schneiden. Die Karotten waschen, schälen und in Scheiben schneiden. 2 für die Kräuterkruste, die Petersilie waschen, trockens küteln, die Blätter hacken. Das Eiweiß gut aufschlagen mit dem Mehl, 1 Esslöffel Öl, Mandeln, getrockneten Kräutern, Fenchelsamen und Petersilie, zu einer streichfähigen Paste rühren, salzen, pfeffern. Wer mag, drückt eine Knoblauchzehe hinein. 3 für das Kräuterfilet, das Fleisch in 4 Stücke teilen mit 1 Esslöffel Öl, in eine Pfanne auf beiden Seiten jeweils 2 Minuten anbraten. In ein feuerfestes Gefäß oder auf Folie legen, mit der Paste bestreichen, in den Ofen geben und etwa 10 Minuten bei voller Hitze backen. Dann den Ofen ausstellen, die Backofentür kurz öffnen, damit die Temperatur im Inneren des Ofens deutlich sinkt. Die Tür wieder schließen und das Fleisch im Ofen ruhen lassen, bis das Gemüse fertig ist. 4 für das Gemüse Karotten mit dem Kohl in 1 Esslöffel Butter kurz anbräunen, Thymian und 100 ml Wasser dazugeben, salzen. Einmal kurz aufkochen, mit Deckel bei niedriger Hitze 7 Minuten garen, eventuell etwas Flüssigkeit zugeben. 5 die Tomatenmarksoße mit 1 bis 2 Esslöffel Öl und etwas Wasser erhitzen, glatt rühren. Vor dem Servieren 1 Esslöffel kalte Butter in kleinen Stücken darunter ziehen. Je 2 Esslöffel Soße auf den Teller geben, das Fleisch darauf und das Kohlgemüse daneben. Den im Ofen entstandenen Fleischsaft über das Gemüse gießen. Dazu passen Gnocchi, gedämpfte Kartoffeln, Klammer auf Seite 92, Klammer zu, oder Pollend,